Guten Tag, willkommen zum neuen Video. Heute, wie man sehen kann, werde ich den Kolben, die Zündkerze und den Mausschlüssel machen. Ich habe das Schwarz-Chromolutz-Papier. Da ich jetzt Schwarz als erstes brauche, habe ich jetzt einfach nur die Schablonen leicht mit Sprühkleber eingesprüht und sie auf dem Schwarz fixiert. Und jetzt mache ich einfach einen schnellen Space-Hintergrund, das heißt also, ich lege mit Weiß vor und gehe dann mit Blau drüber, dann wieder mit Weiß ein wenig sprenkeln und so man halt einen schnellen Hintergrund. So, jetzt mit Weiß noch ein bisschen das Zentrum Highlight setzen, dann mit den Sprenkeln. Das mache ich mit, indem ich den Schlauch mit den Fingern abklemme und dann halt ganz wenig Luft die Nadel sehr schnell nach vorne und hinten ziehe. Vorteil ist, das kann man halt mit jeder Airbrush-Farbe so machen, die Sprenkel, ohne dass man eine Sprenkelkappe oder sowas brauchen würde. Bei dem Mausschlüssel wollte ich das jetzt so im Stile der gekreuzten Knochen der Piratenflagge. Das heißt also, ich lege dann den zweiten vor und male den dann fertig. Da wo jetzt die Schablone aufklebt, da kommt keine Farbe hin, von daher liegt er dann dahinter. So, jetzt das geht jetzt die Schablone Nummer 2. Werde ich dann mit einem leichten Grau ausfüllen. Und dann die nächste Schablone ist dann Highlight Weiß. Das gleiche mache ich jetzt nochmal. Das habe ich halt nur festgestellt, dass mir ein Fehler unterlaufen ist, indem ich die Schablone von dem Mautschlüssel falsch aufgeklebt habe. Das heißt jetzt habe ich die Schrift wäre spiegelverkehrt. Von daher werde ich jetzt bei dem zweiten Schritt die Mitte erstmal auslassen. Und jetzt im zweiten Schritt dann mit der richtigen Beschriftung. So. Das Innere machen. Und nochmal das Weiß. So, und schon hat man die beiden Mautschlüssel fertig. Ähnlich wird die Zündkerze gearbeitet. Das heißt, erstes Grau. Und dann das Highlight Weiß dazu. Und als Besonderheit, hier werde ich dann nochmal die zweite Schablone aufsetzen und
Ich habe so leichte Andeutungen gemacht mit der Weißschablone, wo man dann nochmal da freihand ein paar Lichteffekte reinbastelt. So, und dann wäre also fertig. Wenn man jetzt halt noch andere Farben oder sowas reinmachen will, kann man das natürlich jetzt auch noch machen. Ich mache jetzt aber hier erstmal nur die Sachen in Schwarz-Weiß. Und als Abschluss den Kolben. Auch wieder schwarzen Untergrund. Dann grau. Man kann natürlich auch noch mal, wenn man den Schritt jetzt gerade gemacht hat, auch noch mit einem leicht dunkelblau über diese Schablone gehen, dann kriegt man so ein graublau, was dann mehr so ein auch so ein Chromeffekt dann nachher ergibt. So, das geht die Schablone mit dem Weiß. Wie bei der Zündkerze ist es auch wieder so, ich lege das Weiß jetzt vor und dann wird dann gleich mit Weiß nochmal freihand ein wenig gearbeitet. Und das am besten dann auch wieder in der zweiten Schablone. Und dann wäre das auch fertig. Ich setze hier nochmal so ein paar Freihand-Highlights. Und dann wäre es das. Wenn es gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Fast 700 Filme. Bis dann. Ciao.